weiß ich nicht, Mining Laser oder sowas, dann wird da auch entsprechend weniger, in Anführungszeichen, Schaden ausgewirkt, als wenn es ein Spieler benutzt, je nachdem, wie es halt in den Settings eingestellt ist. Was ist jetzt zum Beispiel mit dieser Spitzhacke? Dieser Spitzhacke, welcher Spitzhacke? Die habe ich hier gerade ins Inventar geworfen. Da. Ja, genau, das ist ja genau das ist Tinkers. Und da ist es halt so bei den Tinkers-Sachen, dass es meines Wissens eben in einem Datentag extra gespeichert wird, sprich, da muss man dann nochmal extra Logik einbauen, dass er das überprüfen kann. Ja gut, den Schaden, den sieht man dann hinter der Zahl nach dem Doppelpunkt. Also habe ich jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Ja, aber das heißt noch nicht, dass er so gespeichert wird. Also es gibt eine Funktion in eben dieser Item-Stack-Klasse, die heißt da eben GetDamage, glaube ich einfach. Und die wird halt wahrscheinlich überschrieben dann irgendwo in dem Item von Tinkers und dann eigentlich ausgelesen aus dem Datentag. Achso, okay, gut. Ja, wie die Hintergründe genau sind, tut mir leid, ich bin da wirklich komplett der Laie. Deswegen sage ich es ja. Soweit ich das mal gesehen habe, steht der Damage und die ganzen Attribute von den Tinker-Construct-Werkzeugen in der Spielerdatei. In der Spielerdatei? Das ist ja auch interessant. So oder so ist es ein Sonderfall, also sonst wird es funktionieren. Dementsprechend muss ich den doch in der Spielerdatei, weil du die im Inventar hast, oder? Also, ja. Ja, auch das war. Das, was man persönlich hat, das steht da drin. Ja, das schon. Ich dachte, meinte das jetzt. Also, der Spieler hat ja auch einen Custom Data Tag, mit dem so Sachen gespeichert werden, wie zum Beispiel, hat er schon ein Buch bekommen. Ich dachte, das meintest du jetzt damit. Aber klar, also die Gegenstände sind hier in der Spielerdatei drin, ja. Aber so oder so ist es irgendwo dann in einem Datentag von dem Item versteckt. Aber egal. Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, einen Open-Computers-Mod zu machen, wo es doch eigentlich auch Computercraft gibt? Im Grunde primär deswegen, weil Computercraft sich nicht so spielt, wie wir gerne spielen. Also Computercraft war für uns so ein bisschen zu ungemütlich nah am Win-Button dran. Also man kann es zu einfach bauen und kann dann zu viel damit machen. Ja, das ist voll wahr. Und genau. Das ist zwar, ich meine, das ist kein für sich kein Punkt gegen Computercraft. Also es ist sehr gut in dem, was es tut. Und der Sinn und Zweck von Computercraft ist halt, einen einfachen Zugang zu bieten zum Programmieren in Minecraft. Und daran ist es ja super. Aber wir wollten es halt eher in einem Survival-Kontext spielen, wo man es eben dann nicht ganz so einfach hat. Und halt auch ein bisschen mehr Flexibilität hat, wie man die Sachen zusammenbaut. Das ist dann so der modulare Punkt bei Open Computers. Genau. Ja, das ist dann bei euch mit den 3 Tierstufen, ne? Genau, und halt, dass man wirklich in den Computern einzeln die Sachen reinstecken kann und so. Und das können wir jetzt dann gleich mal im Beispiel anschauen. Ich habe also mal einen Tier 1 Computer relativ basic zusammengebaut. Nichts Dramatisches, nichts Großartiges. Ein Monitor, Screen Tier 1, ein Keyboard dran, ein Rechner, ein Diskettenlaufwerk. Und mit einem Rechtsklick auf dem Computer sieht man, da ist eingebaut eine Grafikkarte Tier 1. Man muss immer dazu sagen, der Computer darf ein höheres Tier haben wie das, was man einbaut, aber nicht umgekehrt. Genau. Also ihr könnt in einen Tier 2 Computer eine Tier 1 Grafikkarte einbauen, aber nicht umgekehrt. Jetzt noch eine Frage. Die anderen Karten hier, Network, Redstone und Wireless, welches Tier haben die oder in welche kann man die einbauen alles? Gut, also in der Regel sieht man es an der Farbe. Wireless ist zum Beispiel gelb, das heißt Tier 2. Und in den Gehäusen sieht man ja so eine kleine römische numerische Zahl drin, in den Slots. Genau. Und das ist halt das Tier, das der Slot unterstützt. Sprich, im Tier 2 Case gibt es halt einen Slot für Tier 2 und Tier 1 für Karten, wenn ich mich recht entsinne. Sprich, da kann man dann eine Tier 2 Grafikkarte, zum Beispiel Grafikkarte oder halt eine Wireless-Netzwerkkarte und eine Tier 1 Karte einbauen. Okay. Genau. Und was du gerade schon erwähnt hattest, der komplette modulare Aufbau, also hier eine Grafikkarte und ein möglicher Erweiterungsslot, in dem Fall Tier 1. Dann haben wir hier eine CPU, wir haben einen Arbeitsspeicher mit 64 KB, den wir noch auf 128 KB erweitern könnten. Ja, das ist also quasi so eine kleine C64 hier. Und im Gegensatz zum C64 eine wahnsinnig große Harddisk mit 1 MB. Boah, ich bin begeistert. Ja, heftig, ne? Oh, wer klappt mir meinen Arbeitsspeicher hier? Nicht rausklauen. So, dann schalten wir nochmal das Ding ein. Not enough energy, das habe ich mir noch fast gedacht. Das habe ich mir fast gedacht, dass man dich hier mit Kabel verbinden muss. Nein, stell die wieder hin. Eigentlich nicht, eigentlich muss man bloß den Output auf der richtigen Seite einstellen. Du hast den Output nicht eingestellt. Braucht man hier nicht noch einen Konverter?
Nicht, wenn es direkt am Computer oder direkt am Servergehäuse dran steckt. Achso, das okay. ist so ein Punkt, dass, ja, das ist so ein bisschen historisch bedingt. Also ursprünglich war es so, dass man immer durch den Konverter durch musste. Dann lief so ein bisschen weiter, ja, aber eigentlich ist das so ein bisschen unpraktisch und man macht es doch direkt am Computer und am Server dran. Das ist jetzt so der momentane Stand. Und der 1.3er Stand wird wahrscheinlich sein, dass man eigentlich an den meisten Geräten, die irgendwie mit Strom zu tun haben, also zum Beispiel auch am Kapazitator, deutsche Wörter, englische Wörter, Kondensator auf Deutsch, Kapazitor auf Englisch und am Charger zum Beispiel es auch noch anschließen kann. Okay. Das ist noch nicht so ganz fix, aber das ist so, ja. Ist sowas, was sich so mit der Zeit entwickelt. Man könnte doch ein modulares Netzteil einbauen. Könnte man vielleicht auch machen, aber da das eigentlich keine weiteren Zwecke hätte, als bloß den Strom zur Verfügung zu stellen, genau. Eigentlich ein bisschen unnötig kompliziert dann. Das wäre ein interner Adapter. Ja. So, genau. Was wir jetzt hier sehen, wir haben nicht direkt am Computer ein Display, sondern wir müssen das Display daneben stellen. Ich habe es jetzt hier 2x2 gemacht, das reicht auch, wenn ihr ein einziges macht. Und ich habe an das Display ein Keyboard angeschlossen. Seitlich einfach dran geklatscht. Nur so könnt ihr dann den Computer auch überhaupt bedienen. Ja, mit einem Rechtsklick kommt man auf dieses Display und sieht dann, oh, ein Orbit. Alle scharen sich um den Monitor. Ja, jeder will was sehen. Die Kleinen da vorne. Genau. Was man da dazu sagen muss ist, vieles an OpenOS hat mich doch ein bisschen an Stern-Nix-Betriebssysteme, also Linux, Unix, irgendwas erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr da affin in der Richtung seid, keine Ahnung. Geht so, ja. Also es ist ein bisschen davon inspiriert in der Tat. Also okay. Es ist einfach, hat sich so ergeben. Irgendwie, ja, weiß auch nicht. Hat sich so ergeben. War halt so, ne? Ja, richtig. Habt ihr aber auch bei einigen Leuten dann einen ziemlichen Nerv getroffen, unter anderem bei mir, weil ich mache nichts anderes wie irgendwas mit Unix oder Linux. Von daher, ja, finde ich schon mal sehr schön. Freut mich. Okay. Ist natürlich für die Jungs, die früher Computercraft verwendet haben, ein bisschen Umstellung an einigen Punkten. Denn wenn ihr jetzt hier wie üblich versucht, eine Datei zu editieren, sagt ihr dir, nö, ist nicht. Read-only. Richtig. Ne? Also wenn ich dazu ganz kurz schon mal, soll ich dazu später was sagen oder jetzt schon was sagen? Kannst du jetzt schon sagen. Dann kann ich nämlich auch schon mal so ein bisschen für 1.3 nochmal vorbereiten. Da ist es nämlich so, dass das eingebaute ROM, also dieser eingebaute Speicher, wo das Betriebssystem drauf ist, das wird wegfallen. Okay. Da ist es dann so, dass man immer definitiv irgendwie ein Speichermedium anschließen muss und es gibt dann eben OpenOS auf einer Floppy zum Beispiel. Mhm. Und dann kann man davon booten und da wird es dann ein Installationsprogramm geben, dass man zum Beispiel OpenOS auf eine Platte installieren kann. Mhm. Und da ist es dann so, dass genau das hier funktionieren wird. Weil dann ist das Betriebssystem auf einer beschreibbaren Platte. Okay. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann muss man doch, bevor man überhaupt da ein OS drauf spielen kann, dem eine Disk mitgeben, oder? Also das kann man jetzt nicht. Ja, also. Bei 1.3, also man kann bei 1.3 auch immer noch von der Floppy dann booten, dann funktioniert es genauso, wie es jetzt ist. Dann ist es im Endeffekt kein Unterschied zu jetzt. Aber dann ist es halt einfacher, also man kann dann eben von einem beliebigen Medium booten. Also man kann nicht mehr nur von dem fest eingebauten Read-Only-Speicher starten, sondern von einer beliebigen Platte oder Floppy oder irgendwas. Sprich, man kann das Betriebssystem auf was anderes kopieren und dann von dem starten. Und dann kann man auch zum Beispiel Änderungen an den Dateien vornehmen, wie man möchte. Ah, okay. Sehr schön. Oh, sorry, jetzt habe ich dich aus dem Flow gebracht. Nein, überhaupt nicht. Keine Angst, mich kann man nicht aus der Ruhe bringen und nicht auf ein Konzept, weil ich habe keins. Also von daher. Ah, ja, das ist besser. Ja, genau. Warum das nicht funktioniert, dazu gibt es den Befehl Mount. Und zwar mit Mount zeigt man sich an, welche unterschiedlichen Medien, die in dem Computer eingebaut sind, wo im Filesystem eingebunden sind. Hier sehen wir zum Beispiel das ROM. Wie gerade eben schon erwähnt, ist auf Schräger gemountet, Read-Only. Schräger ist quasi dann das erste Verzeichnis, in dem wir hier stehen. Sieht man mit PWD. Dann gibt es noch ein TempFS, das nach Schräger Temp zeigt. Das könnte man beschreiben. Und es gibt ein zweites TempFS, das nach 246 unter Mount zeigt. Kommen wir gleich noch dazu. Könnte man auch beschreiben. Diese beiden kann man verwenden, um Programme zu schreiben. Und da machen wir jetzt auch mal ein ganz kleines Edit Schräger Temp Schräger Hello.lua. Lua. So, und dann machen wir uns einen Print. Hello World. Yeah. Das gute Alte. Genau.
Für mich persönlich ist Lua ein bisschen, also Steuerung S, wie es unten schon angezeigt war, zum Schreiben, Steuerung W zum Beenden. Lua ist für mich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich finde es an manchen Stellen etwas schmutzig zum Programmieren, muss ich so zugeben, aber okay. Es ist teilweise recht verbos, wenn man es nicht gewohnt ist, ja. Jetzt ist. Das Schöne an Lua ist es, dass die Sprache an sich, also der Sprachkern, wahnsinnig kompakt ist. Sprich, genau. Man muss von der Sprache an sich verdammt wenig lernen, im Gegensatz zu vielen anderen Sprachen. Es gibt aber tatsächlich immer wieder kleine Ecken, wo ich sagen muss, da stolper ich jedes Mal drüber. Eine if, then, else. Und dann gibt es fünf verschiedene Varianten, wie man es beenden könnte. In jeder Programmiersprache ein bisschen anders, aber hier kommt ein and. Das ist total vergewöhnungsbedürftig für mich. Ja. So, und dann gehen wir einfach mal nach schräger Temp. Und dann können wir hier mit dir, das ist der DOS-Befehl, oder mit ls, das wäre der Unix-Befehl, uns angucken, was das für eine Datei ist. ls-l wäre die lange Form, das heißt, wir haben hier ein 20-Byte langes Programm. Und das können wir jetzt einfach mit hello, ohne .lua oder mit .lua, das spielt keine Rolle, aufrufen. Und es macht das, was wir eben gesagt haben, hello world. Coole Geschichte das. Ganz einfach, ganz billig, ganz, ja, nichts Weltbewegendes. So. Gehen wir mal nochmal ganz kurz weiter. Und zwar, wir haben hier in Mount nämlich schon mal eine kleine Besonderheit. Ah, Moment. Ich sehe gerade, das Floppy-Laufwerk ist nicht eingebunden. Klar, ist ja keine Floppy drin. Hier haben wir etwas Besonderes. 8A628 irgendwas. Wer sich nicht auskennt mit Computern, weiß damit gar nichts anzufangen. Verstehe ich auch. Muss man auch nicht wissen. Als Windows-User kommt man damit auch nicht unbedingt in Kontakt, ist aber intern in Windows auch mit eingebaut. Das sind sogenannte System-IDs, die hier vergeben werden. Die System-ID ist für jedes Gerät, das angeschlossen ist, einzigartig. So. Wie kommen wir jetzt drauf, was das überhaupt ist? Wir können hier einfach einen Computer klicken, rechts, und gehen mit der Maus über die Harddisk und sehen hier schon die ersten paar Zeichen. 8A628615. Das sind genau die, die wir im Hintergrund grob so noch auf dem Bildschirm ein bisschen sehen. Das ist also unsere Harddisk. So, und zum Mounten kannst du dann gleich noch zwei Worte sagen, weil da gibt es noch eine Kleinigkeit. Das ist sehr schön bei euch auch in einem, wie soll man sagen, Tutorial beschrieben. Denn diese Mount Points hier, Mount 8A6, sind doch total unsprechend, oder? Ja, also es ist im Endeffekt so, dass jedes Dateisystem automatisch eben in diesen MNT-Ordner mal reingeschmissen wird, damit man da mal draufkommt irgendwie. Und das sind einfach die Anfangsziffernzeichen von dieser UUID, weil in der Regel ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man bei zwei Dateisystemen die ersten drei gleich hat, wahnsinnig gering ist. Und sogar dann ist es so, dass noch ein Fall drin ist, der dann einfach die ersten vier nimmt. Und genau, es wird einfach da reingeschmissen, damit man einfach mal draufkommt, ohne es manuell irgendwo zu mounten. Okay. Aber man kann es ja auch noch anders mounten. Es gibt ja noch eine weitere Möglichkeit. Genau. Die könntest du ja mal zeigen. Kann ich auch machen. Also ich würde es dann sogar so machen. Man kann nämlich dann auch noch dieser Dateisystem einen Namen geben. Also man kann dem Ganzen ein Label geben. Und das kann man mit dem Labelprogramm machen. Und wenn man dem Labelprogramm noch sagt, es soll die Adresse verwenden, um das Dateisystem zu adressieren, dann kann man zum Beispiel einfach die ersten paar hier eingeben. Und dann senden wir es mal hier LP für Let's Play. So. Genau. Und jetzt, wenn man nochmal Mount eingibt, dann sieht man, dass es jetzt halt tatsächlich LP ist. LP Mount on MNT 8A6. So, und jetzt kann man das Ganze irgendwo hin mounten, im Dateisystem, wo man es haben möchte. Also, jetzt kann man es beim Namen nennen. Jetzt sagen wir Mount LP. Und das können wir jetzt mal wegen direkt, ganz hier oben, Top Level in LP mounten. Okay. Und dann sehen wir auch, da ist es unter LP. Genau. Hat im Moment aber noch einen Nachteil, wenn man den Computer ausschaltet, ist doch weg, oder? So ist es. Das ist in der Tat ein kleines Problem, das man vielleicht damit hat.